Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer Skatlegung für die Seelenpartnerschaft. Stand der Dinge jetzt. Bevor ich mit dem Mischen der Karten beginne, wie du das bereits schon kennst, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt, natürlich beide Füße am Boden hinstellst und erstmal in der Energie der Kristallschale dich begibst. Konzentriere dich auf deine jetzige Situation, auf deine Fragen und natürlich auf dein Gefühl und auch auf deinen Herzensmenschen oder deinen Seelenpartner, wonach du auch jetzt gerade deine Antworten erhalten möchtest. Schließe dabei die Augen und sende mir deine Gedanken auch gleich bei dem Mischen der Karten rüber auf energetische Art und Weise. Entspannen und bist du bereit für die Legung? Also stell die Kamera natürlich so ein, dass du das auch sehen kannst. Also ich bedanke mich in erster Linie bei euch, dass ihr alle so zahlreich auf mir Anregungen schreibt. Finde ich total schön und finde ich auch schön, dass ihr mir auch meine Rechtschreibfehler korrigiert. Also ich finde das großartig und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, wie ihr alle wisst. Also ich bin nicht jetzt wirklich im Englischen so richtig bewandelt. Deswegen kann auch sein, wenn ich jetzt ein englisches Wort benutze, dass ich dann auch einen Rechtschreibfehler oder natürlich auch im deutschen Worten, dass ich da immer wieder mal einen Rechtschreibfehler habe. Vielen Dank dafür. Warum geht es jetzt heute hier in deine Seelenpartnerschaft? Also gestern habe ich überhaupt nicht gefunden, Zeit gefunden für die Videos, da ich so viele Beratungen hatte. Es geht um die Seelenpartnerschaft. Und wie ihr das auch spürt, wir stehen kurz vor einem Portaltag-Marathon von 10 Tagen wieder. Und ihr spürt das mit Sicherheit auch, dass also wirklich die Energie immer stärker wird, ja? Also es zeigt sich auch schon vorgestern. Vorgestern hatten wir auch schon einen rötlichen Himmel. Gestern war der Himmel auch rot. Heute Morgen habe ich so also wunderschöne Fotos auch gemacht. Also von diesem ja, roten Himmel, wie die Wolken sich gefärbt haben, natürlich erhebt sich auch die Energie. Also das merken natürlich auch alle Menschen, die besonders die sensitiv oder feinfühlig dafür sind. Und natürlich, wenn du jetzt gerade dich auch in der Seelenverbindung befindest, umso mehr merkst du das. Warum geht es jetzt hier auch heute? Also es geht wirklich um diese Seelenpartnerschaft, um diesen Prozess, um diese Zufriedenheit und Harmonie zu leben auf höchsten Ebenen, was jetzt noch zur Zeit hier blockiert ist und auch noch hier, also das ist also wirklich karmisch hier blockiert bei euch auch aus dem früheren Leben, weil da auch bestimmte Themen noch vorhanden sind, ja. Und diese Themen wollen ja erlöst werden, wollen ja hochgeholt werden. Es sollte auch wirklich ein Bewusstseinsprozess auch stattfinden, eine Entwicklung generell. Es geht darum, um die Emotionen und Gefühle zu heilen und stabil in der Energie zu sein und darüber auch wirklich reden können, das auch im Außen kommunizieren zu können. Das reicht jetzt nicht, dass du sagst, ja gut, ich habe jetzt für mich mal was gemacht und mir geht's gut und schon. Also wenn du dann mit diesen Gefühlen konfrontiert wirst und du
du irgendwie darüber reden solltest, ob das jetzt Kindheitsthemen sind oder Zurückweisungsthemen oder sich nicht wertgeschätzt oder geliebt zu fühlen. Also die Themen können natürlich auch eine Rolle spielen, dass du da auch wirklich ganz wertfrei darüber reden kannst. Es geht wirklich um dieses höchste Glücksgefühl, um dieses höchste Glückseligkeit zu erreichen, ohne zu werten, ohne zu bewerten, einfach zu sein, bei sich zu sein. Ich spüre hier auch bei dir diese starke Anziehungskraft, ja, also diese starke Anziehungskraft und auch natürlich auch hier, dass du an dir sehr arbeitest. Im Außen auch an deine Intuition, an deine weibliche Energie. Und du hast jetzt auch gelernt, also diese Eingebungen oder diese Energie, deine Gefühle auch in bestimmte Art und Weise wiederzugeben. Also das heißt nicht mit den Tür ins Haus zu fallen, sondern wohl dosiert. Also du hast das auch gelernt, ein Stück weit auch zu kanalisieren, habe ich das Gefühl, dass du vielleicht am anfänglichen Zeit eure Seelenverbindung warst, du vielleicht zu sehr in der männlichen Energie und hast du deine Gefühle mitgeteilt und wolltest ja dann unbedingt auf dich aufmerksam machen oder hast du immer dieses Gespräch gesucht und jetzt bist du so ein bisschen diplomatischer, lässt du diese Gefühle auch einfach fließen. Und schaust du einfach, wie sich das auch entwickelt. Du bist auch ein Stück weit mehr in deine Kraft gekommen und in deine Liebesschwingung. Also das ist für dich definitiv die große Liebe, die Erfüllung in der Liebe. Und meine Lieben, noch an die, die mich jetzt fragen, warum ich immer hier auf mein Handy oder auf mein Smartphone schaue, noch mal eine kurze Aufklärung. Ich habe einen wunderbaren App hier auf meinem Handy, was die Kamera miteinander verkoppelt. So kann ich auf dem Bildschirm sehen, was ich auch hier exakt, muss ich nicht durch die Kamera schauen. Und das ist für mich eine bequeme Art und Weise, so die Videos zu machen. Deswegen bediene ich meine Kamera über dieses App einfach, ja. Also das ist nicht, dass ich die Nachrichten nachlese. So, es geht hier wirklich darum, momentan ist da eine leichte Blockade, ist auch so ein bisschen, wo du dich eventuell darüber ärgerst. Und es geht wirklich darum, auch ein Stück weit heute oder jetzt zu Anfang dieses Portaltages, also das erfolgreich auch wirklich zu erkennen, wo deine Themen noch da sind, damit du sie auch natürlich auflösen kannst. Also, wie gesagt, wenn ihr seht, dass ich auf Handy schaue, das hat nicht mit euch zu tun, sondern das ist mein Hilfsmittel, dass ich das auch genauso sehe, wie viele Minuten ich aufnehme. Und das ist für mich total wertvoll. Ihr seht ja auch, ich habe hier auch nichts zu verstecken. Ich zeige mich auch vor der Kamera und bin schon authentisch, vielleicht auch zu sehr authentisch jetzt schon, was heißt zu sehr, gibt es nicht, aber ihr bekommt ganz viel von mir zu sehen auch, ja, und ich möchte jetzt nicht wissen, wie jetzt meine andere Kolleginnen, wo du die Hände siehst, was die auch manches so vielleicht nur ablesen oder einfach im Hintergrund, das sollte jetzt nicht als Bewertung sein, was man noch gar nicht mitbekommt, also nehmt es so an, dass es nicht persönlich ist, das wollt ihr so hier mit auf dem Weg mitgeben. An alle, die jetzt meinen, die Energie würde nicht fließen. Ich binde mich immer an, ich gehe immer in der Meditation, natürlich auch mit Reiki-Energie. Ich schütze mich, hülle mich, reinige mich, bevor ich diese Videos beginne. Und bitte um den göttlichen Schutz und natürlich auch der Unterstützung der Engel während dieser Legung, da ich hier nicht konkret jemand sitzen habe, sondern das sind so allgemeine Legungen für den Kollektiv. Und da bitte ich auch wirklich darum, um diese Schutz auch und natürlich auch um diese Eingebungen, was ich euch auch mitteile, dass es auch für meine Zuschauer auch natürlich auch zutrifft.
Und auch wenn ich jetzt was mache, also es fließt die Energie. Ich mache dieses Video jetzt auch erst am Nachmittag. Also ich bin heute Morgen auch, hatte ich auch keine Tagesbotschaften gemacht, weil ich bestimmt eine gute Dreiviertelstunde in der Meditation ging und habe nach den Energien auch gefragt für die Portaltage. Natürlich habe ich das auch alles aufgeschrieben. Das ist nicht so einfach, das kommt so reingeflogen. Natürlich muss man sich da verbinden, natürlich muss man auch in der Energien hineinfühlen. Was möchte denn auch dieser Tag dir auch sagen? Welches Gefühl? Natürlich nehme ich auch meinen Körper als Barometer, meine Seele und fühle hinein, welche Eingebung, welches Gefühl, welche Emotion ist damit verbunden? Wo genau zeigt sich das auch in meinem Körper? Dann schreibe ich das natürlich auch immer alles auf. Dann muss ich das auch natürlich formulieren, dass sich das auch gut anfühlt. Ja, und wenn wir jetzt in Zukunft schauen, die 10 Tage, dann muss ich auch natürlich umso mehr Zeit mir auch nehmen, für den jeden einzigen Tag hineinzuspüren. Also die medial arbeiten, die wissen das bereits schon. Und also von da aus auch die Videos jetzt am Nachmittag, da ich jetzt schon auch einige Beratungen hinter mir habe jetzt auch. Und lade ich das euch gerne hoch. Die Energien sollten ja generell für heute sein. Und morgen natürlich wird auch für den ersten Portaltag auch der passende Video kommen. Ich habe bereits den Angebot, den energetischen Angebot für die 10 Portaltage eingestellt in dem Shop. Natürlich kannst du das auch buchen. Die Portaltage sind auch wirklich sehr intensiv und dienen auch deine eigene Weiterentwicklung, deine seelischen Weiterentwicklung auch. Du kannst es natürlich für dich buchen, auch energetisch ein Stück weit zu wachsen, an deinen Themen zu arbeiten, sie aufzulösen. Und natürlich kannst du das auch gemeinsam mit deinem Seelenpartner natürlich auch buchen. Wir schauen jetzt, wo du dich befindest. Also hier sehe ich dich hier heute energetisch, dass du ziemlich geschlaucht bist, ziemlich unten bist, also dass du auch im Kopf bist, also es geht dir nicht so gut wahrscheinlich, also dass du, also wirklich, dass du auch so ein bisschen kraftlos bist, habe ich das Gefühl. Und das ist auch eine karmische Zyklus, was dich so ein bisschen zu schaffen macht. Also es geht allgemein, also um die Verbindung zu dir selber. Ich habe auch das Gefühl, dass du so ein bisschen den Zugang zu dir selber Stück weit vielleicht unterbrochen hast oder verloren hast. Nutze diesen heutigen Tag, auch vielleicht den Vorabend zu diesen Portaltagen, dass du dir mal vielleicht eine Meditation gönnst, dass du dir auch mal ein reinigendes Bad gönnst, vielleicht auch mit Salze. Also entweder nimmst du einen basischen Salz oder irgendwie halt einen energetischen Salz, also das benutze ich auch sehr gerne von der magischen Manufaktur. Auf jeden Fall, es geht wirklich darum, dass du das auflöst und dass du also den besseren Zugang zu dir auch findest, also diese Nähe und Verbundenheit zu dir selber, dass du bei dir auch mit deiner Seelenebene oder dich mit deiner höheren Selbst auch verbindest und auch, dass du gut mit dir im Kontakt bist. Also ich sehe hier, du unterdrückst ein Stück weit zu deinem Seelenpartner diese starke Anziehungskraft, diese Verliebtsein, möchtest du auch nicht so fühlen. Also kann auch sein, dass dich das auch sehr schlaucht, also einfach im Außen dein Gegenüber zu fühlen und da keinen Kontakt zu haben. Soweit ich das hier sehen kann, habt ihr momentan keinen Kontakt. Auf der unbewussten Ebene zeigt sich bei dir, also im Außen arbeitest du bei dir im Außen an deine Intuition, an deine weibliche Kräfte zu entwickeln, vielleicht auch ein Stück weit an deinem Selbstwert. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass du auch sehr schon deine Emotionen auch schon geheilt hast, aber bist du immer noch dabei, dass du bestimmte Themen aufarbeitest. Natürlich kannst du auch gerne zu mir kommen oder eine Beratung buchen.
ich lasse auch einige Aspekte aus der Verhaltenstherapie in meine Beratungen hineinfließen und das hat sich auch sehr, sehr gut bewährt. Also ich habe viele und verschiedene Werkzeuge, wofür ich auch natürlich sehr dankbar bin, wie ich deine Blockaden auflöse oder Gefühle, die dich immer wieder stören und dich nicht weiterkommen lassen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es einmal auch gar nicht reicht. Also wenn du jetzt ein tief sitzendes Thema hast und einmal, wenn du etwas einmal gelöst hast, kann sein, dass es in der anderen Situation sich so ähnlich zeigt und da fühlst du dich auch noch so nicht richtig frei, weil einfach diese Blockade noch, dieses Gefühl einfach noch zu stark da sitzt. Natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, mit denen man auch versucht, diese Blockade zu lösen und die sind überhaupt nicht bereit, also innerlich in ihrem Unterbewusstsein diese Blockade loszulassen. Dann ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt, da fühle in dich hinein, also du spürst das auch innerlich, wann du diese Bereitschaft spürst für die spirituelle Entwicklung. Dein Gegenüber ist total das Gegenteil heute zu dir, soweit ich das hier wahrnehmen kann. Also er ist mehr im Gefühl und er schwingt schon viel höher als du. Also überprüfe mal bitte auch deine Gedanken, deine niederschwingenden Energien. Was zieht deine Schwingung so sehr runter? Dein Gegenüber schaut hier wirklich in das große Glück. Also in seine unterbewusste Ebene nehme ich hier wirklich wahr, dass er sich auch immer wieder zurückzieht. Also dieser Rückzug ist auch wichtig, sich zurückzieht, vielleicht auch erdet er sich auch oder geht bewusst in der Natur, verbindet er sich. Also ich sehe hier vielleicht auch Meditation, dass er auch für sich meditiert oder mit sich selber verbindet und dadurch also ganz stabil ist. Ich bin beeindruckt von diesem Seelenpartner, was er schon viel an sich gearbeitet hat. Also ich sehe auch hier, dass da auch eine große Bewusstwerdungsprozess auch bei ihm hier stattgefunden hat. Und das, der hat auch einen karmischen Zyklus, also hinter sich oder erkennt er das auch unbewusst, dass das halt diese Liebe mit dir eine karmische Ursprung hat und das, ja, er ist auch daran sehr gewachsen. Er ist sehr daran, durch diese Liebe ist auch sehr in seine Kraft gekommen. Die Liebe ist der höchste Gefühl überhaupt, ja. Und, also, wie zeigt sich das bei deinem Gegenüber? Also, ist dein Seelenpartner. Allerdings, wegen dieser Unentschlossenheit, also dass er sich nicht so 100% dazu bekennen kann, also zu dir zu stehen, hat auch wirklich was, entweder die Entfernung, die räumliche Distanz zwischen euch spielt eine Rolle oder die Weite, dass ihr also sehr unterschiedlich voneinander seid, entweder euer Alter oder also sehr viele Differenzen, also was, wo ihr so unterschiedlich seid. Also es kann auch sein, dass der eine wesentlich älter ist, der andere jünger ist. Das kann jetzt sein, dass ihr voneinander weit entfernt seid oder dass ihr aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommt. Das kann alles hier eine Differenz spielen oder darauf hindeuten. Es kann natürlich auch bedeuten, hier zeigt sich die Spiritualität, vielleicht auch diese spirituelle Höhe, auch nicht ganz auf gleiche Ebene seid, der eine nicht schon weiterentwickelt, der andere nicht so entwickelt oder der eine lebt schon seine Spiritualität, der andere noch nicht. Also das kann hier alles hier mit einer Rolle spielen. Es geht im Grunde darum, diese Lebensfreude fließen zu lassen, diese Nähe, diese Verbundenheit und natürlich auch diese Telepathie dafür zu nutzen, miteinander zu kommunizieren und dieses Vertrautheit, diese Vertrauen und diese Beziehung wirklich auch zu pflegen. Momentan ist diese Vertrauen in diese feste Partnerschaft ist bei deinem Gegenüber Stück weit unterbrochen. Ich sehe hier eine große Blockade. Was ist da zwischen euch vorgefallen in der Liebe?
also eventuell eine Enttäuschung, was einen karmischen Ursprung hat, eine karmische Enttäuschung. Vielleicht hast du was gesagt, was getan, was immer so unbewusst wirklich daran erinnert, also früher, dass du ihn vielleicht verlassen hast oder irgendetwas ist da wohl gewesen, wo dadurch diese Blockade, was mit dem Vertrauen in diese Partnerschaft gespiegelt hier, ausgelöst wurde. Wir schauen jetzt mal deine Ebene an. Also bei dir geht es wirklich darum, also du leidest regelrecht drunter, dass da keine Kommunikation momentan vorhanden ist. Also ich sehe das jetzt hier, dass also auf jeden Fall ihr miteinander nicht redet, das kränkelt, also seit längerem auch, ja, und dadurch, dass ihr nicht miteinander spricht, zeigen sich hier bei dir diese niederschwingenden Energien, das haben wir jetzt auch schon ermittelt, also das kann Neid, Verlustängste, Eifersucht, also diese negative Aspekte festhalten, klammern, all diese Kontrolle, das sind all diese negative Gefühle, die deine Schwingung auch ein Stück weit runterziehen. Und das hat also generell mit dem Vergangenen zu tun, mit früher zu tun. Es geht wirklich auch für dich darum, den nächsten Schritt zu machen und dass du erwachsen wirst und diese Dinge einfach loslässt. Geh in dieses Vertrauen hinein, in diese Liebe, in dieses Urvertrauen und sag, alles wird zu mir zur rechten Zeit kommen, weil hier schwingt schon der Neuanfang, hier schwingt schon das Angekommensein allgemein mit. Ja, also da ist schon Potenzial bei dir da, auch für euch beide. Zurzeit schaut ihr in unterschiedliche Richtungen, das stimmt schon, aber ich sehe hier auch bei dir, dass du, also ich habe das Gefühl, dass da auch wirklich die Verlustängste bei dir auch eine große Rolle spielen. Wenn du jetzt deine Augen schließt und dieses Gefühl, Verlustangst, mal hochkommen lässt, ja, wenn du das mal fühlst und das, was bei dir auslöst, ja, und du fühlst, da gehe ich mit in Resonanz, dann ist es wirklich wichtig, dass du das auch loslässt. Also entweder rate ich dir da wirklich, dass du eine Beratung bei mir buchst oder halt eine Energiearbeit spirituell, also hier der Rückzug, also dass du spirituell halt in dich gehst und das auch auflöst. Natürlich bei einer Energieübertragung gehst du ja auch in dich. Ich arbeite ausschließlich mit Terminen, wo du auch eingetragen bist. Da kannst du dir auch die Zeit nehmen und fühlen, auch während ich die Energie fließen lasse, was du auch empfindest. Also ich sehe hier momentan den Neuanfang definitiv bei dir blockiert. Bei deinem Gegenüber ist die Seelenpartnerschaft, also im Außen, also ich sage jetzt hier mal, ihr seid doch räumlich voneinander entfernt, also wenn du jetzt hier hingehörst, und ich sehe auch hier wirklich, dass, sehe ich auch hier, dass da auch irgendwie eine, vielleicht eine Missverständnis, eine Unstimmigkeit oder irgendetwas zwischen euch liegt, was auch wirklich im Außen, was auch nicht geklärt wurde. Und das wäre wirklich an der Zeit, dies zu klären. Das wäre total wichtig. Ich ziehe jetzt auch ein paar Klärungskarten. Ja. So, und das sind auch diese wunderschönen Karten. Also das sind therapeutische Karten von Chuck Spezzano. Ich verlinke es nicht, aber wenn du jetzt eingibst, Chuck Spezzano, müsste man das Buch dazu, dass ich dir zeige, welche Karten ich auch... Aber wenn du das eingibst in Amazon, dann findest du eine Vielfalt an diesen Karten. Ja? Was raten jetzt die Engel? Also was ist jetzt der Ratschlag der Engel für deinen Herzensmenschen, für deinen Seelenpartner? Was ist jetzt der Ratschlag der Engel für dich? Wo kannst du nochmal hinschauen, ja? So, und was ist euer gemeinsames Thema?
Es geht darum, wirklich in diese Freude zu kommen, dass man wirklich in diese Freude ist. Ja, das Leben ist Freude. Wir haben ein einziges Leben hier in dieses menschliche Sein. Haben wir das jetzt, diese eine Inkarnation, und also wirklich das zu erreichen, dass wir unser Leben in der Freude leben können. Das ist das Ziel, ja, dass wir alle diese schweren Blockaden, die uns belasten, dass wir das loslassen. Bei deinem Herzensmenschen geht es ganz und gar darum, dass er aus diesem Schuldbewusstsein aussteigt, dass er, wofür er auch sich schuldig fühlt, vielleicht, ob das jetzt in früheren Inkarnationen war oder jetzt, was er auch getan hat, dass er da rauskommt, weil jedes Schuldbewusstsein ist eine Opferhaltung und Unschuld ist immer Gnade. Da wird etwas erlassen. Da hast du das Gefühl, man ist begnädigt. Er sollte sich also selber in dieses Gefühl der Unschuld begeben. Und diese dunkle Geschichten, was in seiner Seele also noch vorhanden ist, ja, in seinem Unterbewusstsein, diese dunkle Geschichten, was der unbewusst vielleicht in sich spürt, dass er das auch einfach loslässt. Ja, und das sage ich jetzt schon, loslässt. Also diese dunkle Geschichte, das muss ich jetzt mal so vorstellen. Ja, wenn er hier zum Beispiel, wenn du mit ihm in vergangenen Leben eine Inkarnation hattest, zum Beispiel, und er hat dich verlassen, während du vielleicht schwanger warst, oder er hat dich verlassen, oder er hat dich im Stich gelassen, wenn hier zum Beispiel, hier brennt das Haus, ja, und dann rennen die Leute hier weg. Also der hat dich vielleicht irgendwie im Stich gelassen. Das sind diese dunkle Geschichten in seinem Unterbewusstsein, wo er sich eventuell jetzt und hier und heute schuldig dafür fühlt, unbewusst, wäre an der Zeit, es wirklich loszulassen, damit es auch heilen kann. Ich habe das Gefühl, da schwingt noch diese Energie mit. Wie kannst du deinem Gegenüber helfen? Du kannst deinem Gegenüber nur halt mit einer karmischen Blockadenlösung helfen. Und natürlich, wenn du Kontakt hast, kannst du ihm das erwähnen. Mach doch mal eine Rückführung. Und er hat auch große Ängste. Also das heißt, also diese Ängste bringt er auch mit. Und auf jeden Fall hat er schon ein gebrochenes Herz in eine Beziehung gehabt. Ob das jetzt in Beziehung mit dir war oder seine vorherige Beziehung, der gescheitert ist. Also ist hier eine gebrochene Angst, und er hat regelrecht Angst davor, von diesem gebrochenen Herz diese Erfahrung noch einmal zu durchleben. Das sagen die Engel als wichtiger Hinweis bei deinem Gegenüber. Und es geht wirklich aus diese schweren Energien in diese Leichtigkeit und Freude zu übergehen. Und für dich, was sagen denn für dich die Engel? Oder was ist denn für dich wichtig zu erkennen? Ja? Also die Karten kommen aber auch immer wieder unglaublich. Also, es geht wirklich darum, die Kontrolle, was du jetzt momentan auch vielleicht ein Stück weit kontrollieren möchtest, dass du das lernst, also wirklich loszulassen. Es geht auch darum, also dass du in deine Unabhängigkeit bleibst, dass du dein Wohlbefinden, dein Tagesablauf nicht davon abhängt, ob der sich gemeldet hat oder was auch war, dass du in deine komplette Unabhängigkeit dich begibst. Und dass du auch über deine Gefühle auch redest, dass du offen was aussprichst, aus dem Herzen heraus sprichst, was dich belastet. Wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, mit deinem Gegenüber zu sprechen, schreibe dir ein Tagebuch. Nehme dieses Buch am Abend und schreibe hin, was dich bewegt, was von Gefühlen, was von Emotionen bei dir hochgekommen sind. Ja? So, und natürlich kommen da auch immer wieder Schattenthemen aus deinem Unterbewusstsein, aus dieses Unbewusste, immer wieder zu dir. Das ist auch unglaublich, ja. Und ja, nehme es an und bedanke dich und erkenne auch, dass es nur Schattenthemen sind. Und du kannst auch diese Schatten in deinem Sein auch integrieren, weil die gehören auch zu dir. Wo Licht, da auch immer wieder Schatten. Das ist normal, das gehört wie Tag und Nacht zusammen.
Und auch was du ablehnst, umso mehr du das ablehnst, umso mehr hat das was mit dir zu tun. Und das ist auch ein Stück weit eine persönliche Mythos, diese Seelenpartnerschaft, dieser Weg, die du jetzt gerade gehst. Warum? Also in Unterbewusste zeigt sich so, wenn das jetzt gesagt wird, ja, eine Seelenpartnerschaft, die kommen in so und so viel Zyklen zusammen. Der eine kommt in 2 Jahren zusammen, der andere kommt in 4 Jahren zusammen. Bei den manchen dauert das 10 Jahre, der Prozess. Und das ist dein persönlicher Mythos, wenn du sagst, ja, und so wurde das gesagt. Lass dich nicht begrenzen von diesen Mythen, was jetzt so draußen erzählt wird, sondern geh immer in dein Gefühl, weil das wird dein persönlicher Mythos sein. Und lass dich auch ein Stück weit auch inspirieren von deinem Seelenpartner. Geh in diese Leichtigkeit, ja, siehst du? Also hier fliegt jemand und unten siehst du hier eine Engel als Schatten. Also es geht wirklich darum, dass du auch in diese Seelenpartnerschaft, in diesem Prozess dich immer wieder inspirieren lässt. Und dieses Vergeltung, was vielleicht auch noch von früher mitschwingt und sagst du, du wirst doch noch schon sehen, was du davon hast, oder also das ist dann immer ein Stück weit Opferdasein, wenn du in diese Vergeltung gehst oder sagst, das zahle ich dir heim, oder vielleicht dieses ich zahle dir das heim schwingt eventuell wirklich aus dem anderen Inkarnation, was du da auch erfahren hast. Es geht auch wirklich darum, dass du ohne Werten, ohne Bewerten bleibst, also wertfrei bleibst. Und das auch so annimmst, gerade in dem Moment, wie es ist. Ja? Ich würde gerne noch jeweils eine Karte aus dem Amos Botschaften Kartendeck ziehen. Eine für dein Gegenüber, bitte eine Karte. Ja, es kamen 2. Und eine für dich. Und was euch verbindet, also die Umarmung. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Das habt ihr beide. Ihr habt euch ja nicht umsonst begegnet. So, was sagen denn die Karten? Es ist wichtig, in eine Beziehung, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also es geht auch wirklich darum bei deinem Seelenpartner, dass der eventuell, falls da noch irgendwelche alte Beziehungen, alte Glaubenssätze, irgendwas Altes da ist, was ihm nicht weiterbringt, also dass er das wirklich loslässt, damit diese Liebe mit dir in sein Leben kommen kann. Und da kommt die Verspieltheit für dich. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergiss nicht, Liebe ist der beste Heiler. Es geht auch um diese Freude. Du bist hier auf dieser Erde, diese Freude zu leben, nicht diese Schwere, was dich runterzieht. Und was wäre jetzt nicht passender, wie diese 10 Tage, Portaltage. Also ich bin wirklich in diese Energie hineingegangen heute Morgen und habe gefühlt, also morgen haben wir die Energie im Wandel der Materie. Also das heißt, dass du das lernst, wie du diese Energie umwandeln kannst. Dass du, da habe ich auch noch einen Beitrag dazu geschrieben. Ich möchte nur kurz die Überschrift der einzelnen Tage hier dir mit auf den Weg geben. Der 2. Tag kam die Schönheit. Das 3. Tag kam auch, das ist dann auch der Neumondstag, die Reinheit. Der 4. Tag kam auch wieder eine Traurigkeit hoch, ja. Der 5. Tag das Mitgefühl. Der 6. Tag kam die Wertigkeit. Also Wertigkeit ist immer etwas zu bewerten. Der 7. Tag kam in der Energie des Loslassen. Der 8. Tag ist wirklich Macht des Herzens, also die Macht deines Herzens. Die 9. ist die Vergebung und der 10. Tag ist die absolute Frequenzerhöhung an dem 4. November. Und dazu gibt es natürlich eine Energiebegleitung für dich, natürlich auch für deinen Seelenpartner, wenn du möchtest. Also ich frage immer zu seinem Höchsten und Besten und so viel er bereit ist,
anzunehmen und für seine Weiterentwicklung. Also so viel Energie soll da auch hineinfließen. Natürlich seid ihr miteinander verbunden. Wenn das in seinen Seelenplan gehört, wird ihm das auch erheblich viel Unterstützung und Hilfe mit auf dem Weg geben. Und natürlich kannst du das auch buchen über den Kontaktformular in meiner Homepage. Es wird natürlich noch ein paar Videos heute folgen. Bitte verzeiht, wenn ich jeden Tag das nicht schaffe. Habt Verständnis, ihr könnt doch immer wieder die Videos anschauen. Ihr wisst ja auch, dass die Zeit, also im Universum, ja nicht so eine große Rolle spielt. Also dass die Zeit auch sehr schwer, also wir sind nur Menschen, die diese Begrenzung auch natürlich für diese Zeit erschaffen haben. Der Zeit ist gerade, ja, und das ist wirklich relativ, begrenzt dich nicht. Wenn du dieses Video anschaust und mit in Resonanz gehst, ist ja völlig egal, wann ich dieses Video hochgeladen habe. Deswegen komme ganz aus diesem Bewerten raus, geh mehr ins Gefühl, höre auf deine innere Stimme, das kann ich dir wirklich mit auf den Weg geben. Und wenn dir diese Video hilfreich war und dir geholfen hat und dir was mit auf den Weg gegeben hat, dann freue ich mich mit dir. Dann hinterlass mir einfach einen Like und dann weiß ich auch, dass du mit in Resonanz gegangen bist. Natürlich, wenn du eine persönliche Beratung buchen möchtest auf dein persönliches eigenes Thema, am Montag werden natürlich auch die Angebote, der neue Monatsangebot, neue Wochenangebot, auch alles in meinem Shop auffindbar sein. Und natürlich am Montag, am 28. haben wir ja auch einen Neumond. Das kannst du auch schon so ein bisschen für dich vormerken. Ich verabschiede mich von euch. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.